Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors, beim verregneten Clan True Warriors. Ja, hier hat es gerade abgeschüttet ohne Ende und ihr seht es hier im Spiel. Hört das auch nicht auf, aber ich denke mal, der Regen lässt jetzt auch hier ein bisschen nach und dann können wir auch bei Clash of Clans wieder etwas einstellen, also Regen aus. Und wir wollen aktuell in die endlich reinkommenden Leaks kurz einmal reinschnüffeln. Also es gab ja so ein kleines, so einen kleinen Balancing-Leak heute. Das könnt ihr auch, denke ich mal, selber nochmal nachrecherchieren. Ich blende euch das hier einmal ein. Das ist das offizielle Forum von Clash of Clans. Da kann man also immer die aktuellen Sachen auch sehen, wenn man sie sich nicht erzählen lassen will. Oder wenn man sich natürlich überraschen lassen will, guckt man hier nicht rein. Aber hier gibt es die ersten Leaks und ich denke mal, dass auch das deutsche Wiki heute Abend den Artikel dann in Deutsch hat, während wir uns einfach mal den ein oder anderen noch im laufenden CK-Angriffe anschauen. Gehe ich kurz einmal auf die Sachen ein, so viel ist es jetzt noch nicht, aber es gibt ein paar Neuigkeiten. Es gibt nämlich den Klon-Level-Spell auf den Klon-Spell auf Level 5 für Town Hall 11. Das heißt also, er geht dann auch einen Level, nämlich auf Level 3 bei Town Hall 10 hoch und die Kapazität ist nochmal increased worden, also nochmal erhöht worden. Das heißt also, beim vollen Ausbau jetzt für RH11 hat man eine Kapazität von 40, die man klonen kann. Das reicht also für 8 Loons oder sogar 2 Drachen. Das ist natürlich richtig krass, kann man nicht anders sagen. Oder halt, wenn man 3 oder 4 Babydrachen hat, dann hast du plötzlich 8 Babydrachen in der Base. Das ist natürlich richtig krass. Also finde ich wirklich, wirklich gut, dass es da ein bisschen Balancing ein bisschen mit reinkommt. Sicherlich war der Klonspell immer wieder ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber viele nutzen ihn ja doch bei Loon-Angriffen oder bei Hawk-Rider-Angriffen. Und von daher, ja, finde ich das eigentlich schon, ist das eine gute Sache. Es wird den Freeze-Spell auf Level 6 geben, das heißt also Max-Freeze-Spell für Town Hall 10 ist damit dann auch Geschichte. Also auch dort will man mit dem neuen Level etwas mehr Hilfe reingeben, dass die Truppen noch einen kleinen Ticken mehr gefriest sind, beziehungsweise die Def und die Truppen dann halt dementsprechend die Sekunden noch mehr haben, um dort in der Base tätig zu sein, ohne dass sie von irgendeiner Def beschossen werden. Es wird den Heal-Spell auf Level 7 geben. Das schon bei Rathaus 10. Also das finde ich richtig nett, muss ich sagen. Jetzt nicht, weil ich dann wieder was zu forschen habe, aber ich denke mal, das ist eine echt gute Geschichte, den auch noch ein Level höher zu kriegen. So, was haben wir denn noch? Hier starte ich das mal an. Entschuldigt. Und was haben wir noch? Also auch hier der Healspell auf Level 7 finde ich richtig gut. Nicht, weil es den jetzt bei Town Hall 10 erst gibt, sondern weil er überhaupt mal auch ein Update, der ist ja ewig schon nicht abgedatet worden, glaube ich. Und dann kann man natürlich nochmal die, vor allen Dingen denke ich mal, die Hunde im RH10-Bereich ein bisschen effektiver noch durchheilen. Also finde ich eine richtig gute Sache, dass Supercell auch an diesen kleinen Schrauben so ein bisschen dreht. Was jetzt mal was zum Bauen, was Neues gibt. Es wird den siebte Goldmine und den siebten Elixierkollektor für Rathaus 9 geben. Das war bisher ja ausschließlich den Rathaus 10ern vorbehalten oder ab Rathaus 10 vorbehalten. Und also die Neuner können noch mal ein bisschen mehr Gold und Elex sammeln. Vor allen Dingen, denke ich mal, für ihre Mauern. Vielleicht hätte man denen auch den dritten dunklen Bohrer schon mal spenden können, so auf Hälfte von mir aus, auf Level 3, und dann kannst du den weitermachen bei Rathaus 10 auf Level 6 oder so, weiß ich nicht. Wäre jetzt so eine Update-Idee gewesen, dass dann hätte man alle drei Sachen nämlich hier mit drin gehabt, aber vielleicht lassen sich das ja auf. Die Bomben-Damage ist nochmal leicht erhöht worden, das macht es vor allen Dingen dann den Mauerbrechern nach wie vor ein bisschen schwerer, das heißt also, wir werden wieder Bomben
vor der Base sehen und nicht mehr in der Base sehen, denke ich mal. Denn gerade wenn du nur ganz, ganz wenig Mauerbrecher setzen willst und tappst dann schon in eine dieser kleinen Minibomben rein, ja, meistens geht der Mauerbrecher denn ja doch durch. Das wird sicherlich Geschichte sein, also da muss man so ein bisschen neu umdenken und also nochmal leicht erhöht. Die Ballonattacke, das wird wahrscheinlich viele nicht freuen, die Ballonattacke. Also es heißt hier im Englischen Ballon Attack Rate Increase, also nochmal die Attackerate erhöht, aber ich denke mal, dass mit mehr Bomben, was sie abschmeißen, die kleinen Skellies aus den Loons, wird es wahrscheinlich nicht, wird der Schaden nicht mehr ganz so groß sein, denke ich mal. Das weiß ich aber nicht, da das wird man eigentlich dann sehen, wenn man die alten Werte mit den neuen Werten, denke ich mal, vergleicht und ja, dementsprechend sind natürlich die Upgrade Times und die Kosten für die Freespell, Clonespell und auch für den Heilspell auf den entsprechenden Leveln unter Level 6 etwas gesunken. Das passt man dann halt an dem Heilspell jetzt Level 7 an, also Bauzeit ist nicht mehr so lange und er ist auch nicht mehr so teuer, damit nämlich jetzt der 7er dann halt wahrscheinlich, weiß ich nicht, 10 Mille kosten wird oder so, keine Ahnung. Aber da schon, aber er doch, könnte eigentlich 10 Mille sein, denn er hat, 10, hat ja 10 Millionen zum Ausgeben. Und von daher wird es die nächsten Tage immer wieder ein bisschen mehr geben. Also ich versuche das auch so ein bisschen festzuhalten. Während wir hier aber trotzdem nicht von meinem Grundkonzept dieses Channels hier weggehen, nämlich schöne Clankriegsangriffe zu sehen. Und geplant war für heute eigentlich gar kein Video mehr. Ich habe das hier jetzt wirklich kurzfristig aufgenommen, weil es halt auch relativ aktuell ist. Und deswegen wollte ich es wenigstens mal erwähnen. Und kann schon mal die ersten Angriffe hier zeigen. Der CK ist denkbar knapp. Wir haben ein bisschen kleinere Vorteile, wenn auch nicht viele. Der Angreifer ist natürlich ist wieder spitze, keine Frage. Also die RH9er haben so ein bisschen gespechelt beim Gegner diesmal. Und deswegen hatten wir an der Stelle nicht so die Probleme, deren 9er Bases schon mit unseren RH9 zu machen. Also ich glaube, es musste diesmal kein einziger 10er die RH9er Bases machen. Da haben wir aus den letzten CKs wieder so ein kleines bisschen dazu gewonnen bzw. dazu gelernt. Und ja, ich muss, das war übrigens ein schöner Dreier hier vom Master, hat er eben erst gemacht, also ist noch richtig frisch der Angriff. Und aber der letzte verbleibende Tesla wird keine Chance haben gegen die Masse an den, von den Skellies hier. Ist echt krass. Es ist echt krass, die kleinen Skelette. Und jetzt mit den Bowlern und noch den Hexen vor allen Dingen ein bisschen Schaden machen die ja auch. Und zwei Stück sind schon nicht schlecht mit so Bowlern dahinter. Aha, ja, okay, jetzt sehe ich. Mann, die beiden Gift des Pains noch geworfen und schöner Angriff hier. Ja, ihr seht das, 2 Stunden haben wir auch noch, also dauert auch noch, bis der vorbei ist. Wie gesagt, leichte Vorteile auf unserer Seite. Wir haben nämlich relativ hoch hier auch gedreiert. Das war natürlich richtig klasse. Haben hier im Moment noch einen auf dieser Base auf und da schickt man uns 10er jetzt rein. Also ihr könnt euch schon mal angucken, was ich jetzt planen muss hier, wie ich das genau mache, weiß ich. Ich weiß es noch nicht, muss ich sagen. Keine Ahnung, wie ich die Base hier anpacke als RH10. Aber ich denke mal, mit einem Queen Walk hier über die Adlerseite, mal sehen. Und dann vielleicht schaffe ich es ja hier reinzukommen dann mit Bowler, die hier mit mir oder mit mir, mit den Truppen. Man ist ja voll im Spiel, ne? Die hier mit mir, ich bin hier der King, ich bin der Anführer und führe euch durch die Schlachtfeld. Hier diese Seite hier klärt, dass ich vielleicht dann gerade hier reinkomme mit einem Trupski Valkyren. Mal gucken. Ich kann es noch nicht sagen, wird bestimmt ein Griff, aber das macht mir nichts. Da müssen jetzt einige Zehner hier durch, weil wir noch 10er Angriffe offen haben. Ja, ihr seht das hier, der Lukas und ich haben hier unsere Angriffe noch auf und ich denke mal, der Mo wird noch die 7 dann machen für den dritten Stern, weil den zweiten Stern könnte er hier oben auch machen, aber das sehen wir dann. Ja, ich hoffe, ich habe euch trotzdem kurz und knapp mit Update-News versorgt und wir sehen uns morgen und am Wochenende sehen wir uns mal ein bisschen länger. Zwinker, zwinker. Bis dahin, euer Toto. Clasht.